Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 20. August. Heute mit diesen Themen: Modische Immobilienprojektpräsentation in Hart. Gesundheitsminister Alois Stöger war zu Gast im Ländle. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie das Wetter. Am Dienstagabend luden die beiden Unternehmen Zima und I&R Wohnbau zur Projektvorstellung des Dorfquartiers am Dorfbach in das Wolf-Areal nach Hart. Wir waren bei der Projektvorstellung mit dabei. Die ersten Gäste ließen nicht lange auf sich warten und so füllten 250 Interessierte das Areal binnen kürzester Zeit. Das Projekt am Dorfbach in Hart ist ein Schulterschluss zwischen den beiden Unternehmen Zima und I&R Wohnbau. Die beiden Geschäftsführer blicken dem Projekt schon mit voller Freude entgegen. Die Firma I&R und die Firma Zima, die arbeiten schon einige Jahre miteinander und das hat sich wirklich bewährt und in dem Fall können wir auch jetzt schon zu dem Projektstand sagen, wir sind absolut auf Schiene und wir haben bis dato also überhaupt keine Probleme. Hier haben sich zwei Bauträger gefunden, die sich an ein wirklich sehr, sehr zentrales Projekt, eine sehr, sehr zentrale Liegenschaft in Hart gewagt haben, in einer Größenordnung von 14.000 Quadratmetern, die einen internationalen Architekturwettbewerb ausgeschrieben und ausgerichtet haben und hier ein für uns wirklich neuartiges und sensationell tolles Wohnprojekt entwickelt haben. Meistens sind Präsentationen von Immobilienprojekten eine trockene Angelegenheit. Bei der Projektvorstellung am Dorfbach in Hart der beiden Bauträger Zima und I&R Wohnbau ging es jedoch heiß her. In Zusammenarbeit mit Wollwäsche wurden edelste Dessous aus der aktuellen Kollektion präsentiert. Und das aus gutem Grund. Über Jahrzehnte hat der Wäschehersteller Wolf das Ortsbild von Hart geprägt. In Zukunft wird sich dieser Ort mit dem Projekt am Dorfbach zu einer Erweiterung des Zentrums und somit auch zu einem weiteren belebten Teil der Marktgemeinde Hart entwickeln. Einen ausführlichen Bericht über das Projekt am Dorfbach gibt es dann ab Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Tödlicher Unfall in Schruns. In Schruns kam am Mittwoch ein Lkw-Lenker ums Leben, nachdem sein Lkw während der Fahrt umkippte. Der Lkw-Lenker war gegen 13 Uhr auf der Silbertaler Straße in Richtung Schruns unterwegs, als sein Lkw aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kippte. Das Fahrzeug kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einer jungen Frau gelenkt wurde. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert. Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall eingeklemmt, er verstarb noch während der Bergungsarbeiten. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen, zwei Kinder, die sich ebenso im Auto befanden, blieben unverletzt. Und die Polizei bittet um Hinweise zu einem Diebstahl, der sich am Dienstagabend in Hart zugetragen hat. Unbekannte brachen ein geparktes Auto auf und entwendeten eine darin abgelegte Handtasche. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 19 und 20.15 Uhr auf dem Kiesparkplatz an der Kreuzung Auhafendamm-Hafenstraße in Hart. Die Polizei bittet um Hinweise. Gesundheitsminister Alois Stöger war zu Gast im Ländle. Unsere Kollegen von Vollert haben sich mit ihm getroffen und mit ihm über den Ärztemangel in Vorarlberg sowie über seinen neuen Job im Infrastrukturministerium unterhalten. Vorarlbergs Krankenhäuser stehen aufgrund der Arbeitszeiten der Ärzte immer wieder in der Kritik. Diese sind weit über den zulässigen Grenzen teilweise. Wie kann man dem Ärztemangel begegnen? Also Ärztemangel muss man einmal ansehen, wie der ist. Wir haben in Österreich die höchste Ärztedichte oder die zweithöchste Ärztedichte in Europa. Wir haben aber in manchen Fachbereichen Mangel an Ärzten. Es geht darum, dass wir Chancen haben, die Ärzte und Ärztinnen richtig einzusetzen. Und ich habe gerade ein Gesetz, eine Änderung des Ärzterechts in Begutachtung, wo es darum geht, die Ärzteausbildung zu verbessern, die praktischen Anteile in der Ausbildung zu erhöhen und vor allem die Ausbildung zum Arzt, zur Ärztin für Allgemeinmedizin zu verbessern.
Das wird vermutlich nicht mehr unter Ihnen beschlossen werden. Sie sollen Frau Ministerin Boers im Infrastrukturministerium nachfolgen, heißt das. Fühlen Sie sich diesem Job gewachsen? Also die Frage, wie die Personalpolitik in der Sozialdemokratie weitergeht, wird am Montag im Bundesparteivorstand besprochen werden. Und nach dieser Besprechung, nach dieser Entscheidung bin ich gerne bereit, darüber auch Auskunft zu erteilen. Das heißt, ich kann Sie jetzt nicht fragen, wie Sie zu den deutschen Mautplänen stehen, beziehungsweise zu der Mautfluchtproblematik, die Vorarlberg immer wieder leidet? Derzeit ist die Infrastrukturministerin Doris Burres dafür zuständig und sie hat derzeit dafür die Verantwortung und daher ist es besser, Sie fragen sie. Soweit zu Alois Stöger und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Gute Nachrichten für Fußball-Erstligist Austria Lustenau. Das Reichshofstadion wurde von der Bundesliga vorerst bis zum 30. November, also dem Ende der Herbstsaison, für Bewerbsspiele der SkyGo Erste Liga zugelassen. Für Topspiele ist das Stadion auf Basis der heutigen Entscheidung des Protestkomitees jedoch nicht zugelassen, da hierfür noch eine Adaptierung bei den Kommentatorenplätzen notwendig ist. Das war's vom Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, erfahren Sie jetzt. Von der Novelle, die in Libyen spielt, zum Musiktheater. Autor und Musiker Hans Platzgummer zur Produktion Trans Maghreb, die im Rahmen der Bregenzer Festspiele uraufgeführt wird. Spielfeld des Bizauer Bergstadions zu klein. Laut neuen ÖFB-Statuten muss das Spielfeld in Zukunft im Amateurfußball 90 x 60 Meter groß sein. Der Platz des Bergstadions beträgt nur 96 x 50 Meter. Und Möbelriese sucht in Vorarlberger Rheintal XXL-Grundstück. Neubau des XXX-Lutz Standort des Bludens vor dem Start. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Gemeinsam stark mit Regional TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender. Ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Der Wind weht mit 4 km/h aus Südwesten. Morgen in der Früh ist es meist trüb und stellenweise regnet es noch etwas. Tagsüber ist es im Bergland wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Vom vorderen Bregenzer Wald und dem Bodensee bis zum Walgau kommen bei aufgelockerter Bewölkung einige Sonnenstunden zusammen. Es bleibt jedoch recht kühl. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Phasen. Im Bergland entwickeln sich in der zweiten Tageshälfte jedoch wieder einige Schauer. Auch am Samstag gibt es ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken und am Sonntag ist es ebenfalls wolkig bei Temperaturen von 11 bis 17 Grad.